Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir müssen loslegen, ne? Wir wollen Folgendes machen. Wir gucken mal ins Inventar. Wir brauchen Kupferplatten. Kupferplatten haben wir hergestellt. Wir brauchen jetzt Kupferkabel. Wofür brauchen wir noch Kupfer? Ansonsten brauchen wir im Prinzip Kupfer nur für Kupferkabel und für das Wissenschaftspaket für Automatisierung. Das bedeutet, ansonsten brauchen wir keine Kupferplatten, ne? Nein. Das bedeutet, die Kupferplatten können wir aufteilen in zwei Stücke im Prinzip. In zwei Stücke können wir die Kupferplatten aufteilen, und zwar in Kupferkabelproduktion und einmal Wissenschaftspaket für Automatisierung. Bedeutet, wir machen Aufteiler. Teilerfließband. Was wir natürlich hier nutzen, um hier die Funktion zu haben, zwei Straßen zu haben. Bedeutet, wir gehen einmal die Straßen lang hier nach links und einmal nach rechts. Bedeutet, wir machen links einmal die Produktion für Kupferkabel und rechts die für links die für ja, wir machen rechts für Kupferkabel. Bedeutet, wir machen eine Produktion, eine Montagemaschine. Die wir natürlich auch mit Strom versorgen müssen, beziehungsweise wir müssen auch noch einen Greifarm hier hinbauen. Der natürlich das hier mit den nötigen Ressourcen versieht. Strom bräuchten wir auch. Bedeutet, wir werden einmal einen Dings hier hinsetzen. Bedeutet aber auch, wir brauchen eine Lampe. Vielleicht möchte ich auch was sehen. Ne? Werden wir ebenso machen. Eine neue Lampe. Und wir wollen hier einmal bitte Kupferkabel herstellen. Das gleiche werden wir machen. Quasi wieder mit Greifarm und Fließband. Damit wir hier die Kupferkabel auch rauskriegen. Bedeutet natürlich, wir bräuchten auch einen weiteren Strommasten hier, um das natürlich zu befeuern, bzw. zu betreiben. Heißt, da hätten wir die Kupferkabel. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich, die will ich nicht haben. Lampen können wir so herstellen, das ist kein Problem, denke ich mal. Da brauchen wir kein Fließband für machen, oder vielleicht doch irgendwann. Ja, Solarenergie, die Forschung läuft, ne? Wir müssen auch so viel forschen, Leute, das ist verdammt heftig.
Quelle für kostenlose elektrische Energie, aber nutzlos in der Nacht. Ja, weil wir dafür Speicher brauchen. Ne? Dafür bräuchten wir Speicher, die den Strom quasi speichern. Quasi Akkus. Akkumulatoren oder wie die heißen, ne? Kupferkabel hätten wir jetzt schon mal. Wir haben Kupferkabel, ne? Das ist hier die Produktion für Kupferkabel, genau. Dann bräuchten wir Eisenplatten und Kupferkabel, um den elektrischen Schaltkreis zu bauen, ne? Den hier. Kupferkabel und Eisenplatte. Das müssen wir noch aus Kupferkabel bauen. Relativ viel, ne? Oder? Nee, geht eigentlich, ne? Die Strommasten sind nur ab und zu, das ist auch nur ab und zu. Ziegelsteine. Bräuchten wir für Hochofen, ne? Ach Leute. Also, Reparaturkit brauchen wir nicht, ne? Glaube ich zumindest. Waffen brauchen wir auch nicht. Wofür? Brauchen wir nicht. Überflüssig. Wir bräuchten elektronischen Schaltkreis. Elektronischer Schaltkreis, drei Kupferkabel und eine Eisenplatte. Ne? Drei Kupferkabel, eine Eisenplatte. Bedeutet natürlich, wir müssten die Eisenplatten wahrscheinlich aufteilen. Mit einem Teilerfließband dann später. Wir können das aber, denke ich mal, auch erstmal so veranstalten, indem wir hier natürlich jetzt sagen, okay, wir gehen hier runter. Und bräuchten wir Fließbänder. So war es nicht gedacht. So war das gedacht. Genau. Bedeutet aber, wir bräuchten hier die Fabrik für den elektronischen Schaltkreis. Ne? Bedeutet, wir bauen eine neue Fabrik hier, eine neue Montagemaschine. Was fehlt? Wahrscheinlich Eisenplatten, ne? Es fehlen wahrscheinlich Eisenplatten. Bedeutet, wir gehen neue Eisenplatten holen. Wir haben hier noch ein paar in der Kiste drin, glaube ich. Die wir jetzt auch mal abbauen werden, ne? Bedeutet, wir machen eine neue Montagemaschine. Die wir natürlich auch wieder mit Strom versorgen müssen. Das ist klar. Das ist aber kein Problem, das kriegen wir hin. Elektrischer Greifarm. Und noch ein Fließband. Dann bräuchten wir nochmal Strom.
um das natürlich versorgen zu können. Ah, Leute, Leute, Leute. Elektronischer Schaltkreis, bitte. Danke. Ist es jetzt so intelligent gewesen, das auf die Seite zu machen, oder soll ich es lieber auf die andere Seite machen? Ich glaube, wir machen es lieber auf die andere Seite. Leute, die Montagemaschine kommt auf die andere Seite, bitte einmal. Der Greifarm hierhin. Und das hier einmal hierhin. Das würde auch passen, okay. So, dann machen wir das einmal, ne? Okay. Da hätten wir das erledigt. Dann fahren wir das ganze Zeug jetzt natürlich nach hier oben. Wir das ja abändern. Wir haben nämlich hier nicht die Möglichkeit, hier nochmal weiter Kupfer. Was fehlt hier? Hier fehlt der elektronische Schaltkreis. Was fehlt da? Kupferkabel. Ach, deswegen. Deswegen keine Kupferplatten mehr. Das ist natürlich typisch. Bedeutet natürlich, wir müssten gucken, dass wir das hier einmal. Erstmal so weit hochfahren. Ne? Bedeutet, wir brauchen hier einen elektrischen Greifarm, ein weitere Fließbänder, viele Fließbänder. Der Greifarm müsste natürlich auch mit Strom wieder versorgt werden, das ist auch klar. Und die Fließbänder müssen nach oben führen erstmal. Ein unterirdisches Dings da. Kommt das raus, dann kommt hier noch ein Stromkabel hin. Ein Strommast. Da bauen wir einen weiteren Strommast am besten hier hin. Dann läuft das nämlich auch wieder. Und wir werden hier einmal die Fließbänder draufjagen. Bedeutet, die Produktion brauchen wir nicht. Die könnten wir im Prinzip einbauen. Theoretisch. Also Ressourcen haben wir auf jeden Fall genug gerade. Bedeutet also, die Produktion können wir im Prinzip einordnen hier. Was haben wir hier? Kupferkabel, ne? Kupferkabel brauchen wir sonst nicht, ne? Die verwenden wir nur für den elektronischen Schaltkreis mit den Eisenplatten. Das heißt, das könnte im Prinzip wegfallen. Eigentlich. Genau. Das kann im Prinzip wegfallen.
Okay. Das heißt, das hätten wir gespart. Hätten wir Kupferplatten. Ich weiß nicht, wofür wir die gerade brauchen. Das werden wir auch mal einbauen. Ich nicht weiß, wofür wir die brauchen, ne? Das hier können wir einbauen. Da hätten wir das nämlich gespart. Dann werden wir gucken, dass wir hier einmal ordentlich versorgen. Perfekt. Hätten wir natürlich jetzt wesentlich mehr Platz gewonnen hier, ne? Wesentlich mehr Platz gewonnen hier. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, Leute. Das freut mich auch, dass das soweit gut klappt. Okay. Das klappt soweit. Elektronischer Schaltkreis wird hier gebaut. Es werden immer mal wieder welche geliefert. So viele werden wir wahrscheinlich auch gar nicht brauchen aktuell. Von daher, das funktioniert schon mal. Hier wird produziert, 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 das ist klasse. Gut, dann bräuchten wir Folgendes. Wir bräuchten im Prinzip hier für die Wissenschaftspakete, bräuchten wir Kupferplatten und Eisenzahnrad. Kupferplatten und Eisenzahnrad. Kupferplatten und Eisenzahnrad, ne? Ja, Kupferplatte, Eisenzahnrad. Bedeutet natürlich, wir gehen hin. Wir gehen hin und beenden die Folge. Leute, ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage einmal natürlich bis dahin. Servus und tschüss.